Hallo und herzlich willkommen wieder zu Let's Play FIFA Ultimate Team. Und ja, wie ihr schon sehen könnt, habe ich die Meisterschaft in der letzten Saison nicht mehr holen können. Habe ich aber auch schon gegen den Lars gesagt, habe ich gespielt heute um 15 Uhr. Wer es noch nicht gesehen hat, bitte anschauen, war eigentlich ganz lustig, oh. War ganz okay. Ja, 4000 Münzen habe ich noch, ich habe mir Hummels gekauft. Und ja, der macht es eigentlich ganz gut. Ferguson hat übrigens keinen Vertrag mehr, habe ich noch, okay. Ich spiele jetzt mit meinem deutschen Team, von daher sind in Ordnung. Jetzt hole ich mir natürlich noch Formationskarten für Adler, Hummels, Gündogan, Gustavo, Gomez und Reus. Weil, ich hole mir nur für die Roten, für Bastos, Verfan und so, da geht noch. Ich hole mir nur für die, die Rot, beziehungsweise sehr schlechte Formation haben. Und dann bin ich mal gespannt, Latenski hoch. Ich habe keinen Bock, gegen irgendeinen Typen zu spielen, bei dem es laggt. Ne, das ist mir zu unsicher, ohne Scheiß. Weil im Moment, ich hab gerade eigentlich die Folge aufgenommen, aber ich habe im Moment mega Probleme mit Lex. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, aber kann man jetzt nicht ändern. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser ist. Eine italienische... Okay, das ist italienisches Liga-Team, okay. Pirlo natürlich, krass. Ja, ich werde mein Bestes geben. Im Moment, ja, ist ja mega tolles Wetter und so. Ich bin schon wieder total im Stress. Ich hoffe, da wird eine schnelle Folge und so weiter. Und, ja. Und zwar habe ich noch eine Bitte an euch. Und zum Beispiel Leute, die halt auch FIFA spielen und so weiter. Bitte ich, über Camtasia oder Fabs und so weiter aufzunehmen. Und dadurch Clips zu sammeln. Zum Beispiel schöne Tore, schöne Aktionen, Spielzüge. Als auch Fails von FIFA. Gibt ja genug. Ja. Einfach dann später auf eurem Kanal hochladen. Ich lade sie mir dann runter. Ja, war nicht so schlecht. PC oder, also PC, dann bitte, natürlich mit Fraps und Camtasia kann ich da empfehlen. Oder Sony, nee, Sony Vegas kann man nicht mit aufnehmen. Kann man schön 30 Tage runterladen. Demo, komm. Ah, da kommt der da echt mal dran. Auf jeden Fall. Dann bitte auf eurem, beziehungsweise mir schreiben bei YouTube und Kommentar, bitte eine persönliche Nachricht bei YouTube oder mich bei Origin Adden. The No Games HD steht auch in der Videobeschreibung. Und zwar, spiele ich selber auf dem PC, also wenn ihr, ihr könnt auch per PlayStation oder Xbox aufnehmen, müsst ihr dann halt nur mit dem PC hochladen. Ich weiß nicht, wie das mit dem, mit Aufnehmen so ist, mit PlayStation und so, keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus, ich weiß ja nicht, ob es da geht oder so. Dann so springt er einfach dran vorbei. Also das war schon wieder Junge. War nicht schlecht gespielt, aber komme ich leider nicht durch. Komischerweise, ich bin aufgestiegen in Liga 1 und werde direkt Meister und danach kam echt nichts mehr. War zwar immer knapp, aber hat nie gereicht. Aber mein Gott, wird mal wieder Zeit. Weil ich will, ohne so ein Pack zu ziehen, so, ist immer ganz gut, weil kann sein, dass da weiß ich, was drin ist. Und dann ich für teuer verkaufe, den dann für teuer verkaufe. Oh. Ich darf nicht wahr sein. Für den dann für teuer verkaufen kann und dann für das Battle, weil ich ja vorhabe, zum Beispiel anstatt 50.000 Münzen, dann 100.000 Münzen oder 200.000 Münzen oder weiß was ich, rein zu tun, das wäre natürlich krasser für euch. Schade. Bin ich mal drauf. Ich werde jetzt auch nicht immer jedes Spiel aufnehmen. Normalerweise habe ich gesagt, jedes dritte. Kann auch jetzt mal jedes vierte und jedes fünfte werden, weil ich meine, jetzt, was heißt das, langweilig. Ich werde mir keine Spieler mehr holen. Nur noch Formationskarten. Und dann, ich werde euch natürlich erzählen, ob ich ab und zu Meister werde. Junge, Meister werde und so weiter. Und wenn ich mir Formationskarten und so weiter hole, dann mache ich das schon alles. Aber, ja, werde ich dann schon alles sagen und so weiter. Oben läuft er. Boah, schön. Verfahren. Ja, kann man mal machen. Ma, so knapp, ey. Ich glaube, ich bin noch ausgeglichen. Na, darf nicht wahr sein, ey. Boah, mir regt dieses Spiel im Moment so mega auf, ne? Ich weiß es nicht, warum. Mich, nicht mir regt dieses Spiel, sondern mich regt dieses Spiel im Moment auf. Boah, das ist so nervig, ne? Meine Fresse, da kommt einmal vors Tor, macht direkt das Tor. Das kotzt mich so an, ne? Boah, ich habe ja letzte Folge schon ein bisschen geflamed. Aber, ja, muss auch mal gewesen sein. Boah. Ja, sicher, ja, genau.
genau, Dante. Fall einfach über den drüber. Spring ja nicht drüber. Brauchst du auch nicht, weil ist ja auch wäre unnötig. Mein Gott, ich bin so eine Scheiße zusammen. Ne? Sonst habe ich echt gedacht, das Team, das spielt mega krass zusammen, aber irgendwie manchmal, da spielen die so eine Scheiße zusammen. Ja, guck mal, wann, Junge! Ey, bist du behindert oder was? Ey, ohne Scheiße, das kann nicht wahr sein. Boah, Schiedsrichter, Alter. Junge, ey. Ja, genau, da kommt Gretsch genau in dem Moment, natürlich. Mhm. Ey. Das schafft der Gomez nicht. Was machst du? Boah, ich könnte kotzen, wenn ich... Also, ja. Also, wenn ich manche Spielszenen sehe, da könnte ich... Da kriege ich... Da frage ich mich... Entwickler, was habt ihr euch dabei gedacht? Was wolltet ihr machen? Alles klar, schöner Kopfball, unfassbar. Nein, geht doch dazwischen, ey. Ja, sicher. Ich kassiere einen Konter auf 4-4-2 und spiele defensiv, alles klar. Tor, hundertprozentig Tor. Ah, wird ein schwieriges Spiel. Wird eine schwierige Saison, sagen wir mal so. Boah. Gomez hat aber ohne Ballführung wie so ein Dreijähriger. Und passen können sie auch nicht. Ich kann ein bisschen auf jeden Fall zu der E3 erzählen. E3 natürlich Xbox, das heißt verkackt, aber ja klar haben sie ein paar Spiele vorgestellt, was sollen sie sonst anders machen, haben schon genug Kritik bekommen. Ja, schöner Pass, also Top-Pass, echt Bastos, du bist der Boss. Auf jeden Fall, ach, leck mich doch, ey. Haben sie eigentlich ganz gute Spiele angekündigt, ihr allgemein Battlefield haben sie neuen Trailer gemacht, aber nur Singleplayer. Dann zu Watch Dogs ein krasser Trailer. War kein schlechter Pass. Zu Watch Dogs ein Trailer, den ich übelst mega gut finde. Ich finde die Grafik von dem Spiel, das ist der Hammer. Schöner Pass, muss man mal so ganz ehrlich mal gesagt haben. War zwar mehr Glück als Verstand der Tor jetzt, aber ist ja egal. Allein schon wieder dieser Rückpass. Ah komm, geh mal für 1,50 Meter. Ah, nicht schlecht verteidigt. Ja, das schon. Ja, sicher, ja, sicher. Ey, und sowas geht... Oh mein Gott. Ey, ich raste aus. Allein schon da diese Aktion lächerlich und dann ey, ohne Scheiß. Ich könnte. So ein Clip wird auch dabei dazu kommen. Meine Fresse. Die Clips brauche ich übrigens für ein kleines Video, wo ich jetzt im Hintergrund ein paar Clips laufen lassen werde. Zum Beispiel für den Test Trailer, aber als Let's Battle, sag ich mal, dafür brauche ich ein paar Clips, damit ich dann nebenbei was zu erzählen kann. Und dann, ja, brauche ich halt ein paar ruhig mal. Der hat Schussgenauigkeit 100%, 2 Schüsse aufs Tor, 2 Tore. Ich raste aus. Boah, ich könnte kotzen. Meine Fresse. Im Moment ist das auch absolut nicht mein Lieblingsspiel. Ja, natürlich. Ich spiele wieder sehr defensiv. Ja, ich liege in Führung. Ich muss wieder sehr defensiv spielen. Naja, komm, Schiedsrichter pfeif. Meine Fresse, nee, ey. Ja, was kann ich noch zu E3 sagen? Die PlayStation 4 sieht jetzt auch nicht wirklich so grandios aus. Also, konnte man sich schon denken, also wie die Xbox ist nichts Besonderes, finde ich. Man hätte da, sag ich mal, viel mehr draus machen können. Aber mal gucken, was der Gündogan jetzt hier macht. Ach so. Okay. Boah, allein wieder so ein Spasti, der seinen Torwart einfach immer mega früh rausholt. Ich hasse solche Leute, ohne Scheiß. Genauso wie ich vorhin gespielt habe, der hat einfach nur geswettet. Hat zwar verloren, also das erste Saisonspiel von der Liga, von der Saison, aber der hat wieder nur geswettet. Boah, ne. Ja, sicher.
Jetzt ist aber erstmal bloß ein Tor draus. Naja. Scheiß drauf. Ja, genau, genau. Lass dich einfach abdrängen, ist okay. Starker Pass, also echt grandios gespielt. Boah, ey, was spielt ihr da? Ich glaube, ich habe, ohne Witz, im Moment spielen die so schlecht zusammen. Da spiele ich lieber mit meinem englisches Team. Ey, mein deutsches Team verkackt im Moment gerade nur, egal gegen wen. Mein Gott, schaut euch den Pass an. Ey. Was macht ihr denn da? Die spielen eine Scheiße zusammen. Das ist der Hammer. Ja, halte einfach wieder alles Torwart von dem, ey. Ja, genau. Aber war man nicht schlecht. Und dann so eine... Solche Scheißflanken, die braucht kein Schwein. Ja, war ja kaum abseits. Schöner Fallrückzieher übrigens, aber... Geh doch raus aus dem Abseits, da mehr will ich doch gar nicht. Ja, also von mir werden natürlich, wenn die Spiele rauskommen, meine Fresse, nee, ey. Werden einige Spiele kommen, Watch Dogs werde ich auf jeden Fall let's playen, FIFA 14 steht ja schon lange fest, ja, schon FIFA. Ich hab gefoult! Ach so, alles klar, Schiedsrichter, jo. Ja, werde ich auf jeden Fall Watch Dogs machen. Und dann weiß ich nicht, welche Spiele noch, keine Ahnung. Ey, da war wieder ein klares Foul. Meine Fresse, die spielen so eine Scheiße zusammen. Ich raste gleich aus, ey. Ja, gib gelb, du Pisser, ey. Boah, ey. Ja, auf jeden Fall ich Watch Dogs machen, ich weiß noch nicht, da gibt es noch so viele Spiele, die rauskommen werden und so weiter. Wurde ja unglaublich viel angekündigt, beziehungsweise wird sogar noch viel angekündigt. Ja, da wird sich schon einiges finden. Ich hatte Lust auf jeden Fall auf ein Autorennspiel. Need for Speed macht der Lars schon, aber ich hatte auch Lust auf ein Autorennspiel. Außerdem Need for Speed ist ganz okay, aber andere Gestaltungen, so wie Quid zum Beispiel, das ist so eine Gestaltung, ein Autorennspiel, was ich machen, nur Quid hat keine Cockpit. Perspektive und so weiter. Das Spiel hat mich nicht so überzeugt. Aber so... Oh, ich raste gleich aus. Spiel sehr offensiv jetzt und gut ist. Ey, ich könnte kotzen. Ja, natürlich. Alles klar. Immerhin. 78. Mario Gomez mit dem 2-2. Endlich Gomez, ey. Wer hat das erste Tor eigentlich gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Der Mittelstürmer, wer ist das? Ich glaube auch... Oh, nee, Reus war das, ja. Egal, ich spiele jetzt auf Sieg. Ist mir jetzt scheißegal. Aber nicht mit solchen Pässen. Jawohl. Der kommt. Marco Reus, 80. Minute, oben links reingeknallt, jetzt sehr defensiv, ist mir scheißegal, du Spasti. Da kann man sich mal geben, der Tor. Ja, auf jeden Fall. Nein, sehr defensiv mache ich natürlich nicht. Normalerweise, wenn jetzt 89. Minute wäre, letzten 2 Minuten oder so, dann mache ich das. Aber defensiv spiele ich normalerweise immer, ich denke mal, defensiv ist okay. Schön. Okay. Hat, sehe ich das richtig, dass der anscheinend mit dem Schienbein geschossen oder so. Komischerweise, da passiert mir immer. Keiner zieht mal da richtig drauf. Oh, schön. Das war weniger. Oh Gott. Oh, im letzten Moment. Aber da ist noch nicht vorbei. Abseits, jawohl. Habe ich eigentlich gar nicht so gesehen, beziehungsweise habe ich aber auch nicht drauf geachtet.
Gomez, Junge. Da kam der da wohl noch dran. Wäre die Entscheidung gewesen, ey, mein Gott. Egal, genug an. Wieder zu verspielt gewesen jetzt vom Tor. Wer macht der Reus ja noch eins? Also wenn der Reus, ich glaube der Reus ist Mann des Tages, hat das erste Tor, weiß ich gar nicht, nee, hat er nicht vorbereitet, aber zwei Tore gemacht. Naja. Flanke war suboptimal, jetzt kann der Schiedsrichter auch für mich auch schon abpfeifen. War jetzt nicht ehrlich abseits, oder? Alles klar. Schiedsrichter. Okay, ein Angriff gewinnt noch, sagst du. Komm, Alaba, komm. Zieh, Junge! Nein. Warum, was? Ey, das verstehe ich wieder nicht, ey. Mein Gott, ne, was macht der denn da, ey? Also, hier, leck mich, ey. Was hat der Alaba da gemacht? Das ist mal wieder... Ja, hätte jetzt auch noch das Tor laufen lassen können. Was der Alaba da wieder gemacht hat, war wieder ein Rätsel. Egal, gewonnen ist gewonnen. 3-2 ist okay. Ja, sogar Mario Gomez Spiel des Tages, warum auch immer. Eigentore, oh Mann. Ja, okay, Gomez hat noch eins vorgelegt zu dem, was er gemacht hat. Ah, schon der Gündogan, guck mal, der Gündogan, der geht schon ganz schön ab. Kann gut passen, gute Dribblings. Klar, Zweikämpfe nicht so der 2 von 4, aber ist egal, dafür ist ein Gustavo da, der alles gewinnt. Ja, so das Team ist schon okay, sag ich mal. Im Moment, ja, bin ich etwas aggressiv gegenüber diesem Spiel. Aber, wie gesagt, ist ja egal. Oh, 4-0 verloren, das ist natürlich nicht so gut. Egal, 4500 Münzen, ich guck mal, ob ich davon mir eben eine Formationskarte kaufen kann. Glaube ich aber nicht. Level, Gold, Typ... Formation. Also die kosten mindestens 2500. Sonst, damit habe ich auch keine 343 und so Scheiße dabei, die eigentlich normalerweise total billig ist. Deswegen mache ich immer 2600 noch. Ich guck mal. Ah, doch. Lol. 442 für 34. Ja, nehmen wir mit. Direkt jetzt zuweisen. Ich gebe das erstmal dem Mittelfeld, damit die sich bisschen besser verstehen. Oh. Ne, okay. Mach ich dann lieber gleich anders. Ich gebe das erstmal dem Mittelfeld, damit, ja, wie gesagt, die Pässe besser kommen und so weiter. Ich denke mal, Gündogan wird das sein. Ja, ich denke mal, der braucht das. 4-4-2, sehr gut. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Jetzt hat er schon mal Chemie 99, mein Team. Der nächste wird sein, denke ich mal, Gustavo. Und dann habe ich Chemie 100 und dann, denke ich mal... Können sie sich alle warm anziehen. Ja, wie gesagt, jetzt jeden Tag zwei Folgen immer noch. Bis zum 17.06. habe ich angekündigt. Vielleicht verlängere ich das noch. Mal gucken, wie weit ich bis dahin komme. Wie ich jetzt schaffe und so weiter. Der Pair ist wieder da, wer es noch nicht bekommen hat. Live und so. Alles wieder drum und dran kommt. Ja, ich denke mal, morgen geht es ganz normal weiter. 15 Uhr. Was haben wir denn heute? Heute haben wir Dienstag. Ja, schönen Tag wünsche ich euch noch. Ist ja eigentlich wieder überall ganz gutes Wetter. Ich gehe jetzt auch wieder schön grillen. Ja, schaltet morgen wieder ein. 15 Uhr und 18.30 Uhr. Bis morgen. Tschüss.